Ich würde gern persönlich und zwar so schnell wie möglich mit Ihnen sprechen, bevor Sie noch mehr von meinem Geld verschwenden. Hallo, hier bist du. Ja, und ich warte auch schon eine Weile auf dich, Schatz. Du wartest auf mich? Ja, sicher. Großartig. Demnach wusstest du, dass ich komme. Weißt du auch, warum ich hier bin? Ja, natürlich. Du bist hier, weil du gern mit mir essen gehen möchtest, in der Hoffnung, dass ich noch nicht gegessen habe und wenn doch, dass ich es nochmal tun würde. Einfach unfassbar. Nicht wahr? Die Aufnahmen sind nicht sehr gut gelaufen, das sehe ich an deinem Gesicht. Bin ich denn wirklich so leicht zu durchschauen? Was hat dieses Genie der Filmbranche dir heute schon wieder angetan? Ehrlich gesagt, es wird von Tag zu Tag schlimmer, weißt du. Der Drehort gleicht inzwischen einem Armeecamp und ich stehe mittlerweile wie alle anderen Mitwirkenden mit einer Nummer in Reihe und Glied. Und wieso setzt du dich nicht zur Wehr? Tja, was soll ich denn tun? Ich kann einfach nicht begreifen, dass du es zulässt, dass sich jemand mit dir solche Dinge erlaubt, aber vielleicht sollte ich mich da lieber raushalten. Wenn es wirklich so schlimm ist, solltest du endlich mit ihm reden und ihm unmissverständlich begreiflich machen, dass du dir das nicht mehr gefallen lässt. Das habe ich ja. Ich habe mit ihm geredet und er hat getan, als ob er es verstanden hat. Und wenn ich nochmal was sage, wird es nur schlimmer. Ich meine, ich könnte die Sache natürlich ganz und gar lassen, wenn ich mich weigere, weiterzudrehen. Aber ich weiß nicht, wen ich damit am Ende strafen würde, mich oder ihn. Manchmal ist er wunderbar, manchmal ist er ein ganz reizender und zauberhafter Mensch. Ich weiß nicht, der Mann wird immer mysteriöser für mich, Sissy. Wer ist das heutzutage nicht? Also ich glaube, niemand, der was auf sich hält hier in Santa Barbara, wagt sich in die Öffentlichkeit ohne einen gewissen Hauch von Mystik. Und ich wüsste gern, woher man ihn bekommt. Mein Kleines, für mich bist du mysteriös genug. Ich ahne nicht mal die Hälfte von dem, was du vorhast. Du wirst mich wohl verkohlen. Was sonst? Komm doch mit deiner Mutter und mir zum Essen. Wir könnten vorher noch einen Cocktail trinken. Was meinst du? Ach, wirklich? Ja, aber das wolltest du doch gerade vorschlagen. Ja. Dein Vater glaubt, er kann alles vorhersehen, was ich tun will. Du Glückliche, allerdings wäre das nichts für mich. Leider kann ich nicht mit euch essen, ich habe noch was vor. So? Wie geht's Derek? Ich habe ihn lange nicht gesehen. Das weiß ich nicht, Daddy, ich begegne ihm nicht mehr so oft. Grüß ihn bitte, wenn du ihn siehst. Na klar, werde ich tun, versprochen. Also dann. Bis später. Macht's gut. Es wird Ihnen aber leid tun, dass Sie nicht da waren. Hier ist Kelly. Und ich befürchte fast, ich habe meinen Verstand verloren. Aber ich wüsste gerne, ob Sie vielleicht Lust haben, heute Abend mit mir segeln zu gehen. Ich bin gegen 9 auf der Yacht, mit Ihnen oder ohne Sie. Aber ich hätte Lust auf Gesellschaft. Hallo, bitte hören Sie. Hier ist die Suite 800. Mit meinem Telefon stimmt was nicht. Würden Sie bitte mal zurückrufen? Ja, gut, vielen Dank. Oh! Hi. Mac! Na, wie geht's? Was willst du denn hier? Ich sollte doch kommen. Aber heute Abend doch nicht. Also wirklich, ich bitte dich, du hast doch zweimal angerufen und die Nachricht hinterlassen, dass du mit mir reden willst. Einmal gestern und dann noch. Ja, aber ich habe jetzt andere Verpflichtungen. Ich wollte... Ach was, komm einfach rein. Ich muss bloß schnell mal an das verdammte Telefon. Okay. Entschuldige mich. Klar. Hallo? Oh, na, ist ja schön. Oh ja, aber ich frage mich, warum du anrufst. Warum bist du noch nicht hier? Du kannst heute nicht? Was? Wieso? Ich habe was vorbereitet. Ich wollte keinen großen Aufwand machen, also habe ich Bier und Chips und... Und in einer Stunde ist das Essen bereit. Ein Notfall, sagst du? Ich verstehe. Es ist eine ernste Sache, ja? Oh, was? Sicher verstehe ich das. Ich finde es schade, aber ich verstehe es. Ja, dann müssen wir es eben nachholen. Genau. Du auch. Danke. Nicht zu fassen. Jetzt habe ich alles vorbereitet und nun sitze ich auf einmal da mit meinem Essen. Was soll's? Dann haben wir beide endlich mal Zeit, über Geschäfte zu reden. Du bist doch
ein besserer Lehrer, als du dachtest. Ja, das bezweifle ich. Worum spielen wir jetzt? Um ein Essen? Das mache ich davon abhängig, ob mir überhaupt ein Stups gelingt. Ich denke, ich hole uns erstmal ein Bier. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass ich hier im Moment nicht gerade gebraucht werde. Hey, Rick. Na los, erzähl mal. Wieso, was meinst du denn? Was ich meine? Du hast mir versprochen, einige Informationen für mich zu beschaffen, mein Lieber. Und die brauche ich jetzt dringend. Ich sag dir, es ist höchste Zeit. Ich arbeite daran, klar? Ich arbeite daran. Ich kann nicht mehr so lange warten, Rick. Ich sag dir doch, ich tue mein Bestes. Was zum Teufel ist denn bloß los mit dir? Ich ertrage es einfach nicht, rumzusitzen und zu warten, bis mal was von dir kommt. Wo sind Michael und Nikki? Keine Ahnung, wo die sich rumtreiben. Willst du mal wissen, wo die beiden schon wieder sind? Sag mal, ich störe dich doch wohl nicht. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin dran an dem Fall und du wirst noch alles verderben, wenn du dich nicht vorsiehst. Tony Richards? Ganz richtig. Aha, du hattest erwähnt, wie anstrengend es ist. Da hast du dir fast eine Medaille verdient, Brüderchen. Ich habe die Nase voll von deinen Spitzen, also halt endlich die Klappe. Gut, du hast eine gute Connection gemacht, aber das ist noch zu wenig. Du sollst die Tür für mich öffnen. Ich brauche dich, um da reinzukommen. Das versuche ich doch dauernd. Was glaubst du denn wohl, was ich hier tue? Ich mache das nicht zu meinem Vergnügen. Na, dann will ich dir eins sagen. Pass gut auf dich auf. Rick, die Situation wird immer heikler. Ach ja? Bruce, hast du die Kleine gesehen? Ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Ehrlich, das hier ist kein Kinderspiel. Du darfst nicht leichtsinnig werden. Ich will nicht, dass man dich festnageln kann. Klar? Ich verstehe nicht, wer mich festnageln soll. Würdest du mir das erklären, Bruce? Nikki ist von der Bildfläche verschwunden. Ihr Wagen ist von der Spurensicherung gefunden worden, aber sonst wissen sie nichts. Ich höre seit Ewigkeiten nichts mehr von Michael. Und ich will nicht, dass du der Nächste bist, der verschwindet. Die Acht ist drin. Ist das so richtig? Ja, ja. Du wolltest mir helfen bei der Sache. Das finde ich richtig toll. Aber sieh mich auch vor. Wer war das? Ach, das war nur ein Typ, der es nicht wagen würde, mit dir zu spielen. Jedenfalls nicht nach der Vorstellung. Jetzt sag mal, womit mich die Königin der Strategie als Nächstes fertig zu machen gedenkt. Schlag du was vor. Du hast gerade ein Essen gewonnen. Wie wär's, wenn wir jetzt gehen würden? Na gut, aber ich muss mir erst was anderes anziehen. Oh nein, das ist wirklich nicht nötig. Ich bin sicher, dass dir das kleine Lokal gefällt. Ich finde es jedenfalls hübsch da. Na toll. Ein kleines Vermögen. Wenigstens brauchst du nicht die ganze Nacht an diesem heißen Grill zu stehen. Ist das nicht Wahnsinn mit Dimitri? Wird er doch krank von seinem eigenen Hühnerfrikassee. Weißt du, ich frage mich, wieso er so dusselig sein kann, das, was er kocht, auch zu essen. Ach, es ist grauenhaft. Jetzt kann ich die ganze Zeit hier stehen und kochen, bis ein Ersatzmann kommt. Na, wenigstens wird es eine ruhige Nacht, davon bin ich überzeugt. Ehrlich, ich meine, bei deinen Kochkünsten gehen die Leute lieber woanders hin. Ich werde ein bisschen nähen. Ja, klar, überlass mir die ganze Arbeit, hm? Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich überhaupt herkomme. Verstehst du, von dem bisschen Trinkgeld, was hier abfällt, kann ich mir nicht mal Nadel und Faden leisten. Und obendrein hat mir Heu verboten, die Sachen hier auszustellen. So dass ich auch gar keine Chance habe, die Jacken überhaupt zu verkaufen. Sophia sorgt schon dafür, dass ich nicht mehr auf die Beine komme. Irgendwann wirst du es schon schaffen. Es dauert eben eine Weile. Da kann ich warten, bis ich schwarz werde. Es muss einen schnelleren Weg geben, Augusta das Geld auszuzahlen. Ich muss nur herausfinden, wie. Hey, das ist doch nicht dein Ernst. Mach deine Schürze wieder um, bevor Howie dich erwischt. Du kannst doch nicht einfach Pause machen. Mutter, ich muss weg. Es wird nicht lang dauern. Wo willst du denn hin? Ich nehme das Gesetz jetzt in meine Hände. Ich weiß gar nicht, über welches Geschäft du mit mir sprechen willst. Es sei denn, du willst jemand Bestimmtes übers Ohr hauen. Und wenn Gina diese Person sein soll, dann darfst du auf keinen Fall mit mir rechnen. Darf ich von deiner Schwester nicht erwarten, dass sie mir die $190,000, die sie mir schuldet, endlich gibt? Nicht, wenn du es von heute auf morgen von ihr erwartest. Das ist mein gutes Recht. Ich werde dir bestimmt nicht dabei helfen, meiner Schwester das Genick zu brechen. Da hast du dich geirrt. Gute Nacht. Warte mal. Natürlich habe ich dich nicht angerufen, um mit dir über Ginas Genick zu sprechen, sondern weil ich dir einen Vorschlag machen wollte. Ich höre. Also, ich habe in nächster Zeit die Absicht, eine, wie ich finde, relativ große Summe zu investieren. Warum erzählst du mir das? Redest du von Pferden oder was? Absolut richtig. Buchstabier das für mich. P.
P-O-L-O. Du willst Polo spielen? Was gibt es da zu lachen? Ich bin mal eine sehr gute Reiterin gewesen. Dafür bist du doch gar nicht der Typ. Ich bin bestimmt für viele Dinge nicht unbedingt der Typ, aber du würdest dich wundern, was in mir steckt. Ich habe an was ganz Bestimmtes gedacht, und zwar an ein Team. Ich wusste gar nicht, dass du dir so viel aus dem Spiel machst. Tu ich gar nicht. Jedenfalls mache ich mir nichts aus dem Teil mit den Schlägern, diesem Feld und den Bällen und so. Nein, was ich bei der ganzen Sache faszinierend finde, sind Wohltätigkeitsveranstaltungen, elegante Dinner, natürlich Cocktailpartys. Ich sage dir, Meg, jede prominente Familie, die etwas auf sich hält in Santa Barbara, beschäftigt sich mit Polo. Das heißt also, in Zukunft sponsorst du ein Team? Ha, sponsern? Nein, womöglich gibt's da noch irgendwelche T-Shirts mit dem Schriftzug wie Augustas Araberhengst oder sowas. Wir reiten keine Araber beim Polo. Ganz egal, der Punkt ist doch, dass ich mir das alles unbedingt anschaffen will. Das Team, die Ponys, die gesamte Ausrüstung. Na, du weißt schon. Ich dachte, du wärst der beste Mann, mir dabei zu helfen. Du willst also tatsächlich sagen, dass ich meinen Job aufgeben und für dich arbeiten soll? Nein, nicht für mich. Mit mir. Du bist mein Partner. Was bringe ich schon ein in diese sogenannte Partnerschaft? Du wirst ja wohl das Geld mitbringen. Was wird von mir erwartet? Dein Talent und dein Wissen, was die Pferde und alles angeht. Wir wären ein hervorragendes Team. Was möchtest du trinken? Bier, Champagner? Bier? Ich muss schon sagen, du hast heute Abend einige Überraschungen auf Lager. Mein Gast, den ich heute Abend erwartet habe, ist ziemlich bodenständig. Ich meine, er liebt Wein und Champagner, aber noch mehr mag er die einfachen Dinge des Lebens. So. Sympathischer Kerl. Also, trinken wir auf unsere Partnerschaft und auf große Erfolge. Tschüss. Ich muss sagen, die Aussicht vom Gartenhaus tut mir richtig gut, wenn ich mich nicht wohlfühle. Diese Aussicht und dich, das vermisse ich am meisten, wenn ich am Drehort bin. In der Hauptsache doch mich. Dich sehe ich doch ständig, aber im Gästehaus bin ich nur selten. Oh, du kannst liebend gern wieder hier einziehen. Es war nur ein Vorschlag. Ich finde nur, wenn du dich hier so wohlfühlst, wie du sagst, solltest du ernsthaft darüber nachdenken, ob du hier nicht wieder ständig ein- und ausgehen solltest. Oh, hätte ich die Chance, Nein zu sagen? Wohl nicht. Mir hat man noch nie einen Korb gegeben. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn du endlich mal bei Slade versuchen würdest, Nein zu sagen. Sag ihm mal die Meinung. Ja, ist gut. Ich gehe also zu Slade und sage ihm mitten ins Gesicht, was ich von ihm halte. Er wird mich rausschmeißen und eine andere engagieren. Der Film wird ein Erfolg, sie wird einen Oscar bekommen und ich stehe da. Mit meiner ach so tollen, großartigen Karriere. Und das war's dann. Liebling, ich erkenne durchaus, dass das Filmgeschäft und auch die Schauspielerei eine äußerst unsichere Sache ist, aber dass eine so ganz außergewöhnliche Frau wie du, wunderschön, charmant, weltgewandt, stark, reinmutig, anständig, überhaupt nur den geringsten Zweifel an dir haben kannst, ist unglaublich. Also ehrlich, Schatz, da wird mir ja ganz schwindlig. Vielleicht hast du nur zu viel getrunken. Was meinst du, wie der Abend heute ausgeht? Hm? Wieso sagst du mir nicht gleich, welche Absichten? Dann kann ich dir sagen, wie deine Chancen stehen. Ach, du glaubst, ich habe Absichten? Na gut, also ich dachte, da wir hier so rumsitzen, allein, zu zweien, wie wär's mit einem Dinner im Bett? Also du kannst ziemlich überraschende Ideen haben. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich so sehr. Du fehlst mir. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr. Ich vermisse dich im Bett. Und du vermisst mich auch. Dabei gibt es eine so einfache Lösung für uns. Eine Lösung, die ganz leicht zu verwirklichen wäre. Was ist denn? Was wird aus meinem Vorschlag? Ich denke nichts. Sophia, das ist doch nicht wahr. Das ist deine Antwort. Eigentlich ist es nur so eine Reaktion auf das, was neulich gewesen ist. Es ist ja nicht so, dass ich es bereue, dass wir neulich zusammen geschlafen haben. Das würdest du heute auch nicht. Ich kann es dir nur schwer erklären, Sisi, aber es ist einfach so, dass ich im Moment durch die ganze Situation verwirrt bin. Es ist, als ob ich innerlich völlig zerrissen wäre.
Lass dich doch nicht so lange bitten. Nach dieser Nacht sind all deine Unsicherheiten und all deine Ängste weggeflogen. Bitte versteh mich. Ich möchte heute nicht. Schon gut. Gut, wie sieht es aus? Was denkst du, wann wir essen können? Ungefähr in einer Stunde? Im Badezimmer. Du kannst das nicht lassen. Haben Sie immer solche Auftritte? Das Mädchen ließ mich rein. Jetzt sagen Sie schon, was Sie hier wollen. Mit Ihnen sprechen. Ich habe zu tun. So, Sie sind mal wieder beschäftigt. Um ehrlich zu sein, ich habe dieses ganze Theater langsam satt. Als wir uns das letzte Mal sahen, dachte ich, wir hätten uns einigermaßen verständigt. Nicht im geringsten. Sie irren. Genau wie Sie bei Ihrer Arbeit möchte ich bei mir zu Hause nicht gestört werden. Sie haben bis morgen Zeit, einen guten Grund dafür zu finden, weshalb ich Ihnen tatsächlich sage und schreibe, $10 Millionen überlassen soll, ohne Rechnungsnachweis. Aber im Moment habe ich wirklich etwas Wichtigeres zu erledigen. Freut mich, dass Sie inzwischen andere Interessen haben, als in meiner Arbeit rumzukramen. Steven? Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich bin eher überrascht, dich hier zu sehen. Machen Sie es sich bequem. Ich bin schon dabei. Ich war mir noch nicht sicher, ob Sie auch kommen. Aber ich denke, jemanden auf eine verlassene Yacht zu locken und dann nicht persönlich aufzutauchen, wäre doch nicht unbedingt typisch für Sie. Nein, also mir liegt es eher so zu tun, als wäre ich jemand anderes, wenn ich eine Verabredung haben will. Aber es hat funktioniert. Allerdings denke ich, Sie hatten da noch was anderes vor. Und stellen Sie sich vor, ich tippe auf Derek Griffin. Ich befürchte, ich war neulich nicht sehr nett und es tut mir wirklich leid. Ich dachte, ich mache das heute Abend wieder gut. Nein, Sie lügen. Sie wollen was anderes. Sicher ein paar Informationen, habe ich recht? Vielleicht möchte ich etwas. Vielleicht möchte ich Beachtung. Ich bin sowieso verrückt nach Ihnen, aber das wissen Sie ja. Also, wessen Aufmerksamkeit wollen Sie erregen? Okay, ich benutze Sie, um die Familie aufmerksam auf mich zu machen. Ich will nicht mehr die Unauffällige spielen. Also, ich finde, man kann es nicht gerade als unauffällig bezeichnen, sich mit einem Ferrari um einen Telefonmast zu wickeln. Da war nur mein Führerschein weg. Aber mit so einem gestandenen Kerl wie Ihnen auszugehen, könnte schon so manche Frau völlig fertig machen. Ach ja, glauben Sie das? Ja, Sie sind gefährlich. Sie sind voller Ecken und Kanten. Meine Familie mag das gar nicht. So einfach ist das. Und, trinken wir denn nun endlich den Champagner da? Ja, aber sicher. Und zwar genau in dem Moment, wo Sie mir erzählen, warum Sie mich wirklich auf diese Yacht eingeladen haben. Irgendwie hat das schon alles einen gewissen Charme. Da wären wir. Gut. Na, jedenfalls ist das Essen herzhaft. Ich meine, das ist bestimmt nicht die Art Kneipe, in die sich deine Freunde verirren, oder? Ehrlich gesagt, ich bin hier sehr oft. Für mich wird hier immer der beste Tisch reserviert. Na ja? Ja. Du hattest da etwas Chili an der Lippe. Du machst es einem nicht gerade leicht. Findest du? Ich bin, wie ich bin. Ich meine, ich kann mich nicht verstellen. Ja, ich habe mir Gedanken über dich gemacht. Ich halte dich für eine Frau, die alles erreicht, was sie will. Ja, das ist wahr. Mein Daddy hat mir das beigebracht. Ich ergreife die Initiative, wenn ich unbedingt etwas haben will. Er selbst scheint den Rat auch beherzigt zu haben, denn er hat ja wohl ein ganz schönes Vermögen gehortet. Wie kam er dazu? Es war ganz einfach. Er hat's gestohlen. Und was macht er jetzt damit? Er verdoppelt es dann und wann. Aktienmarkt? Nein, Import und Export. Naja, so das Übliche. Was macht deine Mutter? Entschuldigung, falsche Frage. Hey, was soll das? Ich habe genug erzählt. Wenn du eine Lebensbeichte hören willst, kauf dir irgendein Buch, okay? Ich möchte mich nur amüsieren heute Abend.
Okay, und weißt du was? Du hast mich da auf etwas gebracht. Chili und Hotdogs sind ja nicht übel, aber besonders gut drauf bin ich davon nicht. Dann bestell dir noch einen Teufelsdock. Dazu kriegst du einen Drink deiner Wahl in einem Glas, das aussieht wie ein Feuerlöscher. Nein, ich dachte da, um ehrlich zu sein, mehr an etwas anregendere Substanzen. Du weißt nicht zufällig, wo man hier irgendetwas in der Art auftreiben kann, oder? Das weiß ich allerdings schon. Worauf warten wir denn noch? Komm, gehen wir. Hören Sie, wir reden hier doch aber nicht von Falschparkern oder kleinen Kavaliersdelikten. Wir reden von Brandstiftung und das ist doch immer noch ein Verbrechen, oder? Nun hat irgendjemand dieses Verbrechen begangen und mein Haus in Brand gesetzt. Und unglücklicherweise kostet mich das mehrere Millionen Dollar. Und ich schulde der Eigentümerin immer noch 200.000. Glauben Sie mir, Mrs. Simmons, wir tun in der Angelegenheit, was wir können. Und was? Warten Sie darauf, dass Sie irgendwann eine gute Idee haben? Nennen Sie mir einen Verdächtigen, irgendeinen. Ich verspreche Ihnen, ich werde ihn finden und ich werde ihn eher vor Gericht bringen, als Sie das jemals tun können. Ich sage Ihnen, alles, was ich brauche, ist einen Verdächtigen, den ich vor Gericht bringen kann. Das löst mit einem Schlag alle meine Probleme. Wissen Sie, wie es in einem Schnellrestaurant zugeht und obendrein nähe ich noch bis zum Umfallen? Geben Sie mir jemanden, den ich anzeigen kann oder ich gehe sofort los und zeige die Polizeibehörde von Santa Barbara an. Ich bin sicher, dass Sie dann ganz schnell in die Spur kommen. Haben Sie schlechte Laune? Allerdings, ich sage Ihnen was, Lieutenant. Es würde sicher viele interessieren, was Santa Barbaras sogenannte Freunde und Helfer den ganzen Tag tun für ihre hervorragende Bezahlung. Inspektor, und wir machen nichts, was auch nur annähernd so wichtig ist, wie einen Verdächtigen für Sie zu finden, damit Sie klagen können. Wir befassen uns nur mit einem großen Drogenring, durch den schon zwei Leute starben und der das Wohl und die Gesundheit sämtlicher Kinder dieser Stadt bedroht, einschließlich Ihres Sohnes. Und was tun Sie sonst? Sie wollen Resultate? Dann verschaffen Sie uns mal andere Spuren außer Fußabdrücke. Na kommen Sie, Cruz, was glauben Sie denn, was ich tun kann? Geben Sie uns ein Motiv. Wer hatte Grund für sowas, Gina? Oder war es ein Feind Ihrer Mama oder von Augusta Lockridge? Und dann um Gottes Willen, hören Sie endlich auf, sich selbst zu bedauern und überall rumzuerzählen, was Sie alles durchmachen müssen. Seien Sie froh, dass Sie überlebt haben. Gehen Sie jetzt, Cruz. Mrs. Simmons. Cruz, ich bin in einer ganz furchtbaren Situation. Wir benachrichtigen Sie sofort, wenn wir was Neues herausgefunden haben. Bis dann. Mann, sowas. Ich habe Michael Donnellys Apartment durchsucht. Es ist absolut nichts verändert worden. Ich war nicht sicher, aber jetzt weiß ich, dass sie weg sind. Und zwar beide, Michael und Nikki. Ganz offensichtlich sind sie irgendwo untergetaucht. Du konntest nicht wissen, dass ich hier bin. Also bist du gekommen, um dich mit Cici zu unterhalten. Ganz richtig. Es wird heute nichts mehr. Stephen wollte gerade gehen. Wollte ich nicht. Na schön, vielleicht sagst du mir, was du jetzt noch mit ihm besprechen willst. Nun, Cici und ich haben vieles zu besprechen, mehr als du dir vielleicht vorstellen kannst. Also, eigentlich ist er gekommen, um mich zu bitten, nicht ständig, während der Dreharbeiten, am Drehort zu erscheinen. Das soll nicht etwa heißen, dass er persönlich etwas gegen mich hat, aber es wäre nicht gut, wenn man für mich eine Ausnahme machen würde. Und da es bei den anderen Familienmitgliedern der Crew auch so ist, kann ich seine Anordnung durchaus akzeptieren. Schön. Danke. Sie kommen mir damit wirklich sehr entgegen, Cici. Bei der anderen Sache, die ich mit ihm besprechen wollte, geht's um einen Drehort. Du weißt, Cici verkehrt in Kreisen, zu denen ich normalerweise keinen Zugang habe, und da dachte ich, er könnte uns behilflich sein, neue Drehorte zu finden. Stört es dich, wenn ich zuhöre? Ach, was gar nicht. Also, was ich am dringendsten brauche, ist ein Sommerhaus und eine Yacht. Eine Yacht? Meine Güte, ich kann mich überhaupt nicht an Szenen auf einer Yacht erinnern. Ich nehme an, du hast sie noch reingeschrieben, genau, oder? Genau, du sagst es. Toll, ich kann kaum erwarten zu lesen, was Margaret als nächstes tut. Wird sie Piratin? Nein, nicht direkt. Nein, eigentlich ist es eine hübsche Szene, sehr gefühlvoll. Sie spielt an Deck und dadurch haben wir natürlich viele visuelle Möglichkeiten. Vorausgesetzt, wir haben das richtige Boot. Na los, nun leih ihm schon deine Yacht, Cici. Darauf will er doch hinaus. Vielleicht gibt er dir etwas Geld dafür oder bezahlt die Reparaturen. Das wäre gar nicht so schlecht. Dann verdiene ich endlich mal was an diesem Film. Ich nehme an, Sie wollen die Yacht sehen und sich vor Ort entscheiden. So schnell es geht. Wie wär's morgen? Ich dachte sofort. Gut, Sie kriegen meinen Schlüssel. Gehen Sie irgendwann hin. Lass nur, das ist nicht nötig. Ich zeige Stephen die Yacht. Ja, das wäre nett. Müssen wir noch irgendwelche Vereinbarungen treffen? Ich denke nicht. Niemand wird die Yacht benutzen. Sie haben sie ganz für sich allein. Ich bin schon verwundert, Kelly. Natürlich habe ich nichts gegen ein Rendezvous mit einer wunderschönen Frau in einem geheimen Ort. Ich wüsste gern, womit ich das verdient habe. Vielleicht bin ich neugierig.
Ich denke, da steckt viel mehr in Ihnen, als man so sieht. Zum Beispiel Ihre Kompagnons. Kompagnons? Sie denken also noch an Bobby Barr. Ich allerdings auch. Sehen Sie das hier? Das hat er mir gegeben. Nur, wenn Sie Informationen über unseren gemeinsamen Freund suchen, tut's mir leid. Robert war eine Lektion, die ich zu lernen hatte. Das ist alles. Und was haben Sie dabei gelernt? Ich habe gelernt, meine Augen offen zu halten und niemals etwas zu akzeptieren, ohne Fragen zu stellen. Ich war viel zu naiv. Ich habe Robert einfach alles geglaubt. Und das wird mir nie wieder passieren. In Zukunft werde ich mich vorsehen. Das ist gut. Ich würde nicht wollen, dass Sie falsche Vorstellungen von mir haben. Ich sehe Sie ganz klar. Ach, wirklich? Wohl als den großen, bösen Wolf. Oh ja, manchmal schon. Und dann sehe ich Sie auch wieder als diesen lieben kleinen Jungen, der allen anderen Menschen nichts als Freude machen will. Es heißt, Leute wie Sie knackt man so schwer wie eine harte Nuss. Sie werden als absoluter Macho gesehen. Aber geben Sie besser nicht zu viel auf das, was die Leute sagen über Sie. Und Sie sind zwar schlau, aber andererseits gibt es viele Dinge, von denen Sie überhaupt keine Ahnung haben. Sie sind kritisch, aber Sie sagen, was Sie denken und nehmen kein Blatt vor den Mund. Und Sie sind Einzelgänger. Mit allen Sorten von Freunden. Nicht sehr vielen Guten. Vielleicht ist Derek Griffin einer davon. Craig, ich habe überhaupt nicht gewusst, wie nahe Sie sich sind. Sie können sich nicht im Geringsten vorstellen, wie überrascht ich war, als er Sie anrief. Was könnten wohl Craig Hunt und Derek Griffin so Wichtiges miteinander besprechen wollen? Nun glauben Sie, Sie hätten eine Spur gefunden, Sherlock Holmes. Horrorwesen unterwandern Santa Barbara. Nur Kelly Capwell kann die Rettung bringen. Na, nehmen wir an, dass da irgendwas dran ist. Dass da eine Verschwörung im Gange ist. Etwas, von dem nur der liebe Gott und Sie wissen. Halten Sie es da nicht für riskant, mit mir hier so ganz alleine zu sein? Craig, würden Sie sich nun bitte bald mal entscheiden, ob Sie nun charmant sein möchten oder mich beleidigen wollen? Wenn ich nun etwas sehr Mysteriöses zu verbergen habe, darf ich dann beides tun. Erzählen Sie mir von sich und Derek. Da gibt's nicht viel. Was wollen Sie hören? Ich könnte was erfinden. Wir sind einfach Bekannte und, das ist's. Ja, und vielleicht Rivalen, was Sie angeht. Und was wollte er, als er Sie angerufen hat? Ich weiß nicht, was Sie gehört haben, aber es gibt sehr viele mit dem Namen Hunt. Die tragen nicht alle den Namen Craig. Okay. Okay, ich passe. Also, was vermuten Sie? Was werden ich und dieser große Humanist ausbeuten? Ich habe Sie beide mehr oder weniger häufig gesehen. Und plötzlich erfahre ich, dass Sie beide über mich gesprochen haben. Ich weiß nicht, vielleicht werfen Sie ja Geldstücke oder machen sich irgendwelche Notizen über mich. Die ganze Sache ist schon ziemlich verwunderlich. Ach, was soll das alles, ich gehe. Warten Sie, Kelly. So geht das doch nicht. Erst bestellen Sie mich hierher und wollen sich entschuldigen für Ihr Verhalten. Sie wollen es bei mir wieder gut machen und dann wollen Sie mich ausquetschen. Und wenn ich eine Frage nicht richtig beantworte, weil ich überhaupt nicht verstehe, was Sie eigentlich von mir wollen, dann glauben Sie, Sie könnten hier einfach verschwinden. Was wollen Sie, Kelly? Hallo? Ist da jemand? Ja, bitte. Hallo, Cruz. Mr. C. Möchtest du etwas trinken? Nein, danke. Ich kann nicht lange bleiben. Ich wollte nur kurz reinsehen und dir mitteilen, dass ich die Stadt eventuell für einige Tage verlassen werde. Diese Drogengeschichte. Was sonst? Weiß es Eden? Nein, eigentlich wollte ich sie anrufen, aber dann fiel mir ein, dass es jetzt mitten in der Nacht ist dort drüben. Ich wollte nur, dass du es weißt und es ihr sagst, falls sie anruft. Kann sein, dass ich sie nicht mehr erreiche, also wenn sie anruft, dann sag ihr, dass ich mich melde. Die Kinder sind bei deiner Mutter? Ja. Es wäre nett, wenn du dort mal vorbeisiehst. Chip fragt immer nach dir. Ja, das mache ich gern.
Und bedeutet das, du bist diesen Kerlen auf der Spur, die Eden das alles angetan haben? Naja, so in etwa. Das bedeutet, Eden wird bald wieder nach Hause kommen. Mr. C., ich würde sie sofort zurückholen, wenn ich wüsste, dass sie hier sicher wäre. Aber solange ich nicht mal genau weiß, wer die Killer sind, kann ich das nicht riskieren. Cruz, tu mir einen Gefallen. Du sagst, dass du sie anrufen wolltest. Okay, also, es wäre weniger schlimm, wenn du sie jetzt einfach aufweckst, als wenn sie morgen früh nicht mit dir reden kann. Ich schlage vor, du rufst sie an. Es wäre das Vernünftigste. Bitte. Tja, was soll's. Das bewahrt mich wahrscheinlich davor, selbst jemanden umzubringen. Ich würde vorschlagen, Mac, dass du deinen Job im Polo Club aufgibst und in Zukunft mit mir arbeitest. Du wirst es nicht bereuen. Ich werde die besten Ponys kaufen, die es gibt. Ja, und du wirst die besten Spieler verpflichten. Einen habe ich schon. Du brauchst drei mehr. Kein Problem. Na gut, falls du denkst, du machst eine Menge Geld dadurch, das schminkt dir ab. Oh, ich mache das nicht wegen des Geldes. Das ruiniert dich. Da bin ich anderer Meinung. Das ist ein verdammt hoher Preis für einen kleinen sozialen Aufstieg. Ach, das verkrafte ich. Ich habe eine Frage. Wozu willst du wirklich gehören? Zur Elite von Santa Barbara oder zu mir? Oh, glaubst du wirklich, dass das Vergnügen an deiner Gesellschaft das kleine Vermögen wert ist? Dazu ist die Sache doch zu kostspielig. Nein, ein Irrtum. Weißt du, ich glaube tatsächlich, es ist meine Gesellschaft, die du dir erkaufen willst. Du bist aber arrogant. Vielleicht habe ich dich ja falsch verstanden. Aber ich muss dir sagen, dass du deine Zeit verschwendest, wenn du mich auf diese Weise kaufen willst. Ich lass mich kaufen. Kommt drauf an, wie gefragt wird. Und was du von mir erwartest. Und ich finde, es ist wirklich ein Jammer, dass dein Gast heute nicht gekommen ist. Gute Nacht, Augusta. Tolle Überraschung. Ich wollte gerade gehen. Das ist gut so. Ich hätte euch nämlich nicht gern gestört. Ja, komm doch einfach rein. Geht es der lustigen Witwe gut? Sagen Sie schon, was Sie wollen. Ich brauche Namen, Augusta. Eine Hitliste, und zwar eine von all Ihren persönlichen Feinden. Abgesehen von mir. Ich habe viel Zeit. Oh, na, so eine Überraschung. Es ist Kelly. Was ist denn los? Hör mal, du hast uns zu Tode erschreckt. Gut, das nächste Mal klopfe ich an, wenn du kommst. Ja, okay. Und was tust du hier? Steven will die Yacht in den Film einbauen und deshalb wollte er sie sich mal ansehen. Warum bist du allein? Du warst doch mit Derek verabredet. Nein, das hatte Daddy nur angenommen. Wenn du allein sein möchtest, kannst du uns das doch sagen, Liebling. Weißt du, ich denke, ich habe das Wichtigste gesehen. Ich glaube, das ist der ideale Ort für unsere Szene. Ich hoffe nur, wir werden von CC die Erlaubnis bekommen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Erst gut, willst du vielleicht gleich mit uns mitkommen? Nein, danke, ich warte auf den Fahrer. Mach dir keine Sorgen. Wir sehen uns morgen. Okay. Schön. Bis bald. Mach's gut. Kontrolliert man dich öfter? Das ist keine Kontrolle gewesen. Mama wusste nicht, dass ich hergehe. Also denke ich wenigstens. Danke für deine tolle Reaktion. Meine Güte, hätte die sich aufgeregt, wenn sie entdeckt hätte, dass ich dich sehe. Warte mal, ich dachte, das war die Idee. Du wolltest, dass sie hier reinschneiden. Sagtest du, wir sehen uns wieder? Ist das dein Ernst? Wir sehen uns wieder? Ich werde gehen. Was, wieso? Wir wollten uns doch unterhalten. Ja, ich weiß, das tun wir ein andermal. Du solltest auch gehen. Oh nein, jetzt sag schon, was los ist. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, ich warte mit dir, okay? Ich meine, du konntest nicht wissen, wie lange es dauert, mir die Daumenschrauben anzulegen. Du kannst doch nicht wissen, wie lange es dauert, bis der Fahrer kommt. Also, denk noch mal drüber nach. Craig, du solltest gehen. Das willst du genauso wenig wie ich. Also, ich werde gehen. Was? Ohne Fahrer? Ich habe zwei gesunde Beine. Okay, okay, okay. Du möchtest gehen. Ich halte dich nicht auf. Bitte, du zuerst. Wir hätten die Party nicht gleich verlassen müssen. Ich wäre noch mit da geblieben, wenn du gewollt hättest. Nein, bloß nicht. Ich fand's ganz furchtbar dort. Nun haben wir doch, was wir haben wollten. Ja, ja. Du musst den Stoff auf Kredit bekommen haben. Hat mir gar nicht gesagt, was er kostet. Ich nehme niemals Geld von Freunden. Und ich bin auch kein Dealer. Ich kenne nur gewisse Leute. Ich stehe einfach drauf, wenn meine Freunde ihren Spaß haben. Na los.
Ladies first. Nein, danke. Alles deins. Komm schon, du musst ja nicht gleich alles nehmen, aber ich denke, dass dir da auch ein Teil zusteht. Komm. Gib es für jemanden auf, der darauf steht. Ich tue es nicht. Du meinst niemals? Nein, ich nehme keine Drogen. Oh. Enttäuscht von mir, oder was? Nein, nein, bin ich überhaupt nicht. Ich meine, ich hatte nur geglaubt, du würdest das auch tun. Ich wollte deiner Freude auf das Zeug keinen Dämpfer versetzen. Es ist in Ordnung, nimm es. Es stört mich nicht, klar. Da ist jemand. Ja, hi, Ricardo. Diese Nacht ist wirklich schön, hm? Ja, deswegen wollten wir gerade spazieren gehen, nicht? Wie geht es dir so, Kelly? Gut, und dir? Auch gut. Ich meine, natürlich, es könnte noch besser gehen. Kelly, du kennst Tawny, nicht? Ihr kennt doch. Ja, wir haben uns schon mal getroffen. Ist alles klar fürs Match? Wir sind immer bereit, gegen die Richards anzutreten. Ich bin sicher, dass es toll wird. Genau wie früher. Besser. Dann sehen wir uns auf dem Spielfeld. Ich wusste gar nicht, dass du Kelly Capwell kennst. Tja, ich kenne sie von früher. Cruz hat gesagt, wir sollen überlegen, ob es jemanden gibt, der einen Grund haben könnte, sich an uns zu rächen. Vielleicht wollte mich jemand umbringen, vielleicht wollte er meine Mutter umbringen, vielleicht hatte er aber auch die Absicht, sie fertig zu machen. Wer weiß, ich meine, eine Frau wie sie muss doch bestimmt massenhaft Feinde haben, die Frau von Anthony Tonnell. Ach, also das soll doch wohl nicht heißen, dass ich was damit zu tun habe, dass mein Haus abgebrannt ist. Ich will nur herausfinden, wer uns das angetan hat. Uns? Ihnen will doch die Versicherung kein Geld geben, nicht mir. Daran hat dummerweise meine Mutter Schuld. Aber wenn ihre Kinder herumliefen und sie für all ihre Fehler verantwortlich machen würden, würden sie den Rest ihres Lebens hinter schwedischen Gardinen verbringen. Ich höre das nicht länger an. Es gibt keine Menschenseele, die mich verletzen wollte, indem sie das Erbe meiner Familie zerstört. Können Sie sich denn gar nicht vorstellen, dass es möglich wäre, dass jemand einen Groll gegen Sie hegt und Ihr schönes Haus anzündet? Überlegen Sie, es ist nämlich der einzige Weg, irgendwann mal Ihr Geld zu kriegen. Das will ich so bald wie möglich, Herzchen. Und wenn Sie sich nicht bald etwas ausdenken, dann kette ich Sie an Ihre Nähmaschine. Sie denken doch nicht, dass ich wirklich so viel nähen kann, dass ich diese verdammte Summe zusammenkriege. Na schön. Ich schätze, dann wird man Sie über kurz oder lang wo ins Gefängnis schicken. Aber wenn Sie Ihre Freiheit lieben, wäre es besser, wenn Sie das Geld bald rüberschicken. Also was ist? Ach, Augusta, Sie sollten mir lieber nicht drohen. Sie waren letztendlich die Gangsterbraut. Und ich bin mir da ziemlich sicher, Sie haben nicht nur eine Leiche in Ihrem Keller versteckt. Gott weiß, wer Sie sind. Gott weiß es. Aber vielleicht finde ich es auch raus. Ich sehe mal nicht, dass du extra hier bist, um meinen Bericht zu hören. Du denkst doch nicht etwa, dass ich hier bin wegen der netten Atmosphäre, Bruder, was? Sag mal, Cruz, hast du heute schon mit Eden geredet? Ja, gerade vorhin. Wieso? Naja, immer wenn du gerade mit ihr gesprochen hast, ist deine Stimmung nicht gerade die beste. Es ist nur ab und an, aber wenn ich darüber nachdenke, weshalb ich sie außer Landes bringen musste, kommt mir gleich wieder die Galle hoch. Du findest die Kerle, Cruz. Möglicherweise dauert es noch etwas, aber du findest sie. Weißt du, Rick, Nicky hat irgendwas zu tun mit diesen Typen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie von irgendwelchen Leuten erpresst wurde und dass noch viel mehr dahinter steckt. Frag mich lieber nicht. Ich habe ziemlich wenig Ahnung von Cops und noch weniger von Frauen. Das bringt uns gleich zu Tawny Richards. Sie ist wohl anders, als du erwartet hast, oder? Was sagst du mir da, Mann? Du hast mir doch erzählt, dass alle Kiffer so aussehen, als ob sie gerade das Titelbild der Cosmopolitan wären. Hab ich recht? Die Prinzessin Tausendschöne. Das bedeutet noch lange nicht, dass sie bis zum Hals in Drogen und Mord steckt. Nobody is perfect. Ja, du hast recht, sie könnte was damit zu tun haben, aber mit Drogen handelt sie nicht, das weiß ich genau. Und sie zieht sich keine rein. Woher weißt du das? Weil ich sie dazu gebracht habe, mir auf einer Strandparty Koks zu besorgen und sie wollte dafür kein Geld von mir und das Zeug wollte sie schon gar nicht. Sie hat mir gesagt, sie hat mir geschworen, dass sie keine Drogen nimmt. Tja, einige Dealer sind clean, aber das bedeutet nicht, dass sie sich darum scheren, ob der Rest der Welt süchtig wird. Glaub mir, Tawny nicht. Und hast du gesehen, woher sie diesen Stoff bekommt? Na, sie hat sich da einfach bedient. Ich meine, da haben mindestens 20 Gramm gelegen, ganz offen auf einer Decke und jeder konnte ran. Party-Service. Sie könnte es trotzdem verschieben.
Das ist wahr, sie könnte absolut in der Sache drinstecken, aber ich glaube das einfach nicht. Gib mir eine andere Version. Ich probier's. Jedes Mal, wenn ich versuche, sie etwas zu fragen, schneidet sie mir das Wort ab. Heute hat sie etwas über ihren Vater gesagt. Er lebt in einem Herrenhaus auf einer der Inseln. Sie sagt, er hat eine Firma, Import-Export. Naja, das Übliche. Ja, ich weiß, was du jetzt sagst, Cruz. Aber das heißt doch nicht gleich, dass ihr Vater Drogenhändler ist. Aber eins ist interessant. Wann immer ich versuche, über ihre Mutter zu reden, fällt bei ihr eine Klappe. Das muss nicht unbedingt was bedeuten, aber irgendwas stimmt da nicht. Ich sag dir, tief in mir drin habe ich das sichere Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Seh dies? Ja, erst hier, Sekunde. Ja? Vic, was gibt's? Wann? In Ordnung. Dann mache ich mich sofort auf den Weg. Ja, bis gleich. Probleme? Ja, ich gehe gleich. Der Boss will mich sprechen. Was, jetzt noch? Na, das wird dann wohl eine Menge Ärger bedeuten, ne? So wird's kommen. Die von der Drogenfahndung sind da und wollen mit uns reden. Rat mal über wen. Michael und Nikki. Also, ich gehe dann. Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie am Montag zur gewohnten Zeit im California-Clan. Natürlich.